99 Sekunden Sportbusiness kompakt. Von und mit Professor Dr. Gerhard Novak. Herzlich willkommen zu den News to Use aus dem Sportbusiness. Mit Little Kickers kommt ein erfolgreiches Franchise-System aus England nach Deutschland. Little Kickers ist nach eigenen Angaben weltweiter Marktführer im Vorschulfußball. Im Fokus stehen Kinder zwischen 18 Monaten und 7 Jahren. Praktischerweise kann auch Englisch gelernt werden. Little Kickers ist in 32 Ländern auf allen Kontinenten vertreten und täglich nehmen über 70.000 Menschen am Training teil. Bis Ende 2020 sollen 10 Standorte in Deutschland entstehen, und zwar in Frankfurt, Berlin, München, Stuttgart, Hamburg, Köln, Düsseldorf und Dresden. Eine Gefahr für den Vereinsfußball ist sicherlich nicht gegeben, aber dennoch geht ein Stück vom Kuchen möglicherweise verloren. Ich sage deswegen möglicherweise, weil das, was ich gelesen habe, eher danach aussieht, als dass es sich um ein Bewegungsangebot für Kinder handelt und nicht eine fachliche Schulung, wie das im Verein möglich ist. Der Weltrat des Motorsportverbandes FIA hat umfangreiche Reformen für die Formel 1 beschlossen. Ab 2021 soll die Motorsportserie mit Hilfe sportlicher, technischer und finanzieller Veränderung attraktiver werden. So soll es anstatt wie bisher 22 Rennen künftig 25 geben. Das Rennwochenende soll hingegen von bislang 4 Tagen nur noch an 3 Tagen stattfinden. Erstmalig führt die Formel 1 ab 2021 eine Budgetobergrenze ein. Die Rennstühle dürfen dann jährlich maximal 157 Millionen Euro ausgeben. Die FIA dreht meines Erachtens an den falschen Schrauben. Entscheidend ist gerade im Motorsport die Attraktivität durch die Fahrer. Heute vor 25 Jahren hat Michael Schumacher sozusagen eine Euphorie ausgelöst, mit 7 Weltmeistertitel auch Unerreichbares bisher geschaffen, und das kreiert die Attraktivität für die Formel 1 und nicht die Frage, ob es eine Budgetobergrenze gibt oder das Wochenende jetzt nur noch an 3 Tagen Motorsport bietet. Zum Jubiläum des Mauerfalls bietet Adidas in limitierter Stückzahl Wendejacken an. Wallbreaker nennt Adidas die Botschafter, die gesellschaftliche Mauern einreißen. Mit dabei die Musiker Sido und Trettmann, Profi-Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus oder Moderatorin Vanna Lima. Wir wollen ein klares Zeichen dafür setzen, dass Wandel, Freiheit und Einheit auch in der heutigen Zeit von gesellschaftlicher Bedeutung sind, so Björn Jäger, Vice President Brand Adidas. Das kann ich nur unterstreichen. Corporate Social Responsibility geht jeden an, den einzelnen Athleten, Mannschaften, Vereine oder Verbände. Besonders erwähnenswert ist hier die DFL-Stiftung mit ihrem Projekt Lernort Stadion. Das waren sie, die News to Use für diese Woche. Ich wünsche Ihnen gutes Sportbusiness.